Ja, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei To the Moon. Die will nicht. Okay. Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso? Ich habe mich verabredet. Oh Gott, das war ja echt erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich da einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey du, ausgehen, ich und du, jetzt. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser als das, was du da gerade durchgezogen hast. Oh ja, yeah. Alles klaro. Hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin die Einzige, die Leuten immer sagen muss, wann sie die Klappe halten sollen. Und plötzlich fühle ich mich geliebt. Okay. Weiter geht's. Gibt's hier was Schönes für mich? Gibt es hier was Schönes für mich? Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vincis. Ah ja, große Eier, große Da Vincis. Großer Gott, wie konnte ich mich nur von überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Ach komm, stell dich nicht an. Das macht Spaß. Nur wenn man malen kann. Übung macht den Meister. Ja, klar, sicher. Na, nach diesem Schuljahr werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Die sind so doof. Die sind so super doof und super gut, ey. So, Freundchen, was hast du noch zu sagen? Hör auf zu mosern. Ich bin mir sicher, du wirst lernen, es zu mögen. Nein. Der kann nix. Hallo. Kann ich mal an die Tafel gehen? Komm ich an die Tafel? Nein. Oh, das ist ein Bild? Nein. Kann ich mal durch? Tafel. Man hört mich hier immer auf die Tastatur tippen. Auf der Tastatur tippen. Ich kann ja nicht mal mehr sprechen. Sagt ihr noch was? Hat sie dir bla bla bla? Nein. So. Kann ich mal an deine. Da, ein Plüschnabeltier. Naja, vielleicht, wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet. Num, 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 num. Nein, absolut nichts. Nichts zu machen. Okay, kann man da hoch? Nein. Frech. Runter. Niemand? Wirklich niemand? Worum geht's denn? What? Wenn das so ist. River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Oh. Na schön, dann müssen wir wohl. Er stach am 3. August 1492 in See. Von der spanischen Stadt Palos de la Frontera aus, die 1322 gegründet wurde und an Olvar Perez de Guzman fiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ich wollte nur das Datum. Seht ihr, was das war das jetzt so schwer? River macht mich fertig, ey. Erstmal ist sie so super merkwürdig drauf, aber irgendwie hat die was, ne? Lieber Himmel, wir haben alle und. Oh Gott, Entschuldigung. Lieber Himmel, haben alle Leute wie sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Bewegung. Da haben wir Monsieur. Der sagt nichts. Madame sagt nichts. Ich finde die Musik super. Das ist richtig geil. Hallo. Hallo. Sie kommt zu uns rüber. Alt-Tab. Was? Notiz Alt-Tab erhalten. Was? Psst, sie kommt uns zu uns rüber. Alt-4. Nein! Ach so, ach die Lehrerin. Ach du. Oh. Die Schweinchen, die gucken sich bestimmt irgendwelche pornografischen Dinger da an, ey. Ein Schweinchen. Abgeschlossen. Cafeteria nur in den Mittagsstunden geöffnet.
richtige kleine Schweinchen. Uns fehlen noch zwei Bubbles. Das wär's. Beim nächsten Mal solltet ihr Flaschen mal etwas besser sein. Eine Aula, die könnten wir für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Bei dir ist auch so einiges rechteckig, ehrlich. Wood. Uff. Na schön, du hast gewonnen. Hurra! Bubble! Oh, gucke mal. Guck mal, ein Flügel. Ein Bubble, aber woher nehmen und nicht stehlen? Ah. Aha. Da rein. Kann ich mal durch die unsichtbaren imaginären Leute durch? Aha. Aha. Klar ist sie was Besonderes, besonders langweilig nämlich. Oh. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Wie sie da sitzt, allein den ganzen Tag mit dieser gruselig deformierten Ente als Plüschtier? Das ist keine deformierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein was? Was? Hör auf, dir Tiere auszudenken. Oh, ist er dämlich. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur, als wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß, ist das nicht cool? Oh, süß. Sicher, wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon, ja? Aber mal im Ernst, wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du nicht einfach mit den Emos und Gothics rum? Naja, zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zur Hölle sollte es denn deine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will? Anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick, die Sache ist die. Ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihrer selbst willen? Oh. Krank, echt. Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Oha. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas. Jetzt ist Nick für mich nicht der Dumme. Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranwanzt? Das ist irgendwie eher verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unseren Kindern eine ordentliche Kopfnuss verpassen. So ist die Highschool. Jeder ist ein Bastard. Ein Bastard ist ein uneheliches Kind. Also ist das gerade nicht richtig hier. Ne? Wollte ich nur mal anmerken, kurz so am Rande. Aber hey, willkommen im Club. Was nicht heißt, wenn jetzt hier irgendjemand ein uneheliches Kind ist, dass man die Person jetzt gleich als Bastard abstellen darf, ne? Hier, also, ne? Komm, wir reißen uns mal zusammen hier, ne? So. Warte mal. Darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe? Vermutlich. Dann kriegte sie einen Sprung in der Schüssel und begann, diese unheimlichen Hasen zu basteln. Stimmt's? Weil er ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat?
Man könnte sie durchaus als nachtragend bezeichnen. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorne am Tisch. Okay, das ist das Memento, aber uns fehlt noch ein Bubble. Uns fehlt noch ein Bubble. Die Musik ist gruselig. Oh, und irgendwie auch schön zugleich. Von den Hintergründen mal abgesehen, ist es ziemlich erstaunlich, dass die beiden tatsächlich in der Highschool zusammenkamen. Wie viele von diesen Pärchen bleiben heutzutage schon länger als einen Monat zusammen, hm? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit meinen Mädels lief alles glatt. Aha. So glatt, dass sie mir im Handumdrehen alle wieder entglitten. Ah, klingt, als könnte es stimmen. Wo kriegen wir denn jetzt... Wir brauchen ja noch ein Bubble. Eieiei, Bubble? Also irgendwie... Oh, krass, ich weiß nicht. Ich brauche echt noch ein Bubble. Ich beneide ihn. Sein Schulfreund war immer noch da, als sie beide schon grau wurden und half bei Umzügen mit dem Piano. Ich wünschte, ich hätte auch noch Kontakt zu den Freunden aus meiner Kindheit. Ja, schön und gut, aber ich hätte jetzt gerne noch ein Bubble. Können wir nochmal zurückgehen? Nee. Und was mache ich jetzt? Wo soll ich denn jetzt noch ein Bubble herkriegen? Nee. Ja. Bubble. Nicholas. Okay, ich gucke mir nochmal das Memento an. Gar nichts? Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. Scheiße. Bubble! Jetzt sag mir bitte nicht... Ich kann hier auch nicht mehr raus. Aber wo soll ich denn das letzte Bubble herkriegen? Och, sag mir bitte nicht, ich hänge hier für immer fest. Hier ist nix. Nein. Das gibt's ja gar nicht. Die Uhr da, da hängt eine Uhr. Nee. Auch nicht! Ist doch Wahnsinn. Ist hier noch irgendetwas Auffälliges? Nee, nur River, Nicholas und John. Aber jetzt sag mir bitte... Ach, das Schnabeltier. Warte. Was hab ich jetzt gemacht? Ach so. Notizen, apropos, können wir mal... Toter Hase, nein. Alt-Tab. Lebensretter. Ich wollte jetzt, da ist doch das Schnabeltier. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, ich noch nicht. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memory Link mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Okay, da haben wir das letzte Bubble. Ich bin auch echt doof. Ich kriege hier schon Panik, ne? Kami! Oh Gott, was zur Walnuss? Hami! Ha! Hey! Uncool, Eva. Nochmal, man stört niemals jemanden in einem Kamehameha! Was? Vorbereiten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kriege ich das hier backen?
Ach du Scheiße. Ha la 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Backpack. Wunderbar. Oh, ich muss mal nebenbei ein bisschen Kaffee trinken. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, wir reisen noch ein Stückchen zurück. Ich gehe jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Joey. Hä? Mein kleiner Junge, er wird so schnell erwachsen. Mein Gott, und wenn er ein Mädchen wäre, würde sie ihn dann auch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm. Er endet immerhin auf A. Joe A. Joe A. Julie. Klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht einfach? Eifersüchtig? Oh ja, extrem eifersüchtig. Nicht. Warum riecht das hier auf einmal so gut bei mir nach Creme? Ich bin hier alleine. Was ist das? Muss ich das jetzt verstehen? Oh, das riecht gut. Was ist das? Okay, Mom kann nichts machen. Oha! Der war da ja voll versteckt. Da ist eine Tic-Tac-Uhr. Also, fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einem in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Aha. Da will ich noch mal rein. Kann ich mal rein, bitte? Bubbles. So. Sonst ist hier nichts. Können wir noch woanders hingehen? Diverse Bücher mit unleserlichen Titeln. Ein Bubble fehlt uns noch. Hallo. Hallo. Soll das da ein Tisch sein oder das hier? Das da? Okay. Ein Bubble bitte. Ach nee, nicht schon wieder. Ja, eingelegte Oliven. Gurken. Heiliger Strohsack, das haut mich jetzt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken. Ja, wir haben alle Bubbles. Jetzt brauchen wir noch das Memento. Hallo? Kann ich mal hier runter? Was ist denn das da? Nichts. Gut, ein Memento hätte ich gerne, eine tickende Uhr. Kann ich bitte mal ein Memento haben? Was ist denn das da für ein Pubbel da unter der Blume? Ah! Ja, was ist das für ein Pubbel unter der Blume? Genau. Vorbereiten. Ach so, das war ein Fußball. Alles klar. Wenn ich hier jetzt umtippel. Nee, das war blöd. Okay. Warte mal. Ich probiere das. Kann ich mal runter? Ich werde das verhauen. Oh, ich werde das so hart verhauen. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Ich hab's verhauen. Ja, komm. Wird keiner von sterben, dass wir jetzt 8 gemacht haben anstatt 6, oder? Hoffe ich. So aktivieren? Ja, doch. Ja, die Frage ist, wo kommen wir jetzt hin? Und was ist das mit River? Und
Warum? Ich weiß es nicht. So viele Fragen in meinem Kopf. Bah, es riecht wieder nach Verwesung. Ja, Verwesung hin oder her. Und was da so verwest riecht, ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge, ne? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.